Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wer hätte es gedacht? Mein Einkauf von. Ich habe wieder einen richtig fetten Einkauf am Start. Wir waren gerade im Kaufland um 19.59 Uhr. Gerade an der Kasse, also alles geregelt. Okay, dann fangen wir doch direkt mal an mit diesem geilen Einkauf zum Gains machen. Ich hoffe Gains machen. Jo, da fangen wir an mit dieser Balance Pizza. Von Original Wagner natürlich, laktosefrei, ganz wichtig für mich nicht. 576 Kalorien hat die ganze Pizza nur und 11 Gramm Fett und da packt man noch ein bisschen Thunfisch oder Lackschinken oder was man halt möchte einfach drauf und dann schmeckt es echt ziemlich geil. Dann habe ich mir wieder diese Vitabix geholt, Schoko natürlich. Ich finde die echt geil, die haben ganz okay Nährwerte, würde ich jetzt mal behaupten. 5,4 Gramm Fett, das geht natürlich besser, aber die haben auch 10 Gramm Eiweiß. Nicer, dicer, ja, kommt nachher, ey. Ja, ich weiß, das kann man nicht so gut aufnehmen, das Eiweiß, aber mir auch egal. Dann haben wir wieder Honey Pops am Start, die hat meine Freundin weggeatmet. Die ganze Packung auf einmal, nein, Spaß, aber die hat die ziemlich schnell gegessen. Dann habe ich wieder einen Lachs hier mit Senf. Esse ich den immer und dann diesen Basmati-Reis. Ich habe endlich meine Mikrowelle wieder mit hergenommen. Jetzt kann ich mir endlich wieder diesen 2 Minuten Mikrowellenreis machen. Ich bin einfach echt ein fauler Hund, muss ich zugeben. Und das ist echt super. Dann Sounds Got the Secret. Dann habe ich nochmal hier Lachs in Naturform. Und einen Light-Frischkäse. Körnigen Frischkäse meine ich. Dann habe ich wieder diese Maiswaffeln am Start, die esse ich immer mit Senf, genauso wie diesen Räucherlachs, den esse ich natürlich auch mit Senf, das wissen die meisten von euch, wer es noch nicht weiß, der weiß es jetzt. Dann habe ich mir mal wieder eine neue Sweet Chili Soße geholt, die haben jetzt zwar nicht so geile Nährwerte, aber da kann man schon immer ein bisschen draufpacken und ja, ich wieg's schon ab, keine Sorge. Ja, du hast keinen Erfolg, weil du den Senf nicht abwiegst. So, dann haben wir hier so ein schwarzes Auberginchen. Ich glaube, da ist noch eins irgendwo hier drin. Hallo? Ja, da ist es. Dann habe ich mir ein Applebier Raspberry Drink geholt. Fresh Juice. Der ist frisch gepresst und den presse ich mir jetzt mal rein. Boah, schmeckt lecker. Nochmal ein Reis hier. Dann. Wie heißt das? Zucchini. Noch ein Körniger Frischkäse. Dann haben wir hier, ja, noch einen Körnigen Frischkäse. Dann habe ich das jetzt gerade am Ende, bin ich nochmal schnell durch alle Gänge gerannt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Fitline Protein Kult, gefundene Erdbeer und Vanille. Kennt ihr das? Falls ja, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn das Video online ist, habe ich eh schon alles weggegessen. Dann habe ich mir eine Mango geholt. Ich hasse es zwar, die zu schneiden, aber ich schäle die dann immer so mit der Hand ab und beiße einfach runter. Ich kenne da nichts. Dann haben wir hier mal ein paar Nüsse geholt, Royal Nuts. Das sind dann, wenn man es genau nimmt, Haselnusskerne 30% drin, Cashewkerne 30%, blanchierte Mandeln und Walnusskerne 20% jeweils. Dann habe ich hier Reis. Wer weiß, wie ich die esse. Dann habe ich mir wieder Grießpudding geholt. Ich feiere den. Ja. Dann habe ich mir solche Gnocchis geholt, Alter. Kartoffelklößchen nach italienischer Art. Ich weiß, die heißen nicht Gnocchis und auch nicht Gnocchis und auch nicht was auch immer. Ich glaube, die heißen Gnocchi oder so. Ist mir eigentlich auch egal. Dann haben wir hier sämtliche Variationen von diesen Trauben. Einmal grün, einmal schwarz. Dann noch rot. Das ist Buttermilch, Pfirsich, Nektarine. Dann haben wir hier wieder solche Schupfnudeln. Ganz wichtig, Becher. Keine Ahnung, warum die hier drin sind. Frischkäse Light haben wir noch nicht im Einkauf jetzt dabei gehabt. Mozzarella Light. Ey, wie viel haben wir denn eingekauft? Reis. Dann Paprikas. In roter Farbe finde ich die am nicesten.
Und die Tomaten finde ich rot auch am besten. Und Reis. Okay, dann haben wir hier noch Kartoffeln. Oh, ey, Leute. Dann haben wir noch Cornflakes. Haben wir ja noch nicht genug. Und wieder solche Milch. Sag mal, seid ihr jetzt gerade noch dran? Zieht ihr euch wirklich gerade noch mein Gelaber rein? Das würde mich echt interessieren. Wieso schaut ihr euch immer diese Videos an, wo ich diese Scheiße hier auspacke? Das sind mittlerweile wirklich mit den Transformationsvideos und Cheat Days und den Challenges. Hey, das sind die Videos, die am meisten angeguckt werden. Alter, warum macht ihr das? Ist das, weil ihr einfach neugierig seid? Weil ihr das nachkaufen wollt? Voyeurismus oder wie auch immer das heißt. Was ist das, Alter? Könnt ihr mir das mal bitte beantworten und in die Kommentare jetzt schreiben? Aber es kommt ja noch eine Tüte, ne? Das wisst ihr schon. Also ihr werdet mich so schnell nicht los. Wenn du jetzt wegschalten hast, weil ich hier so eine Scheiße gelabert habe, dann hörst du das jetzt nicht mehr und dann kann ich einfach mal doof mal zu dir sagen. Okay, Maiswaffeln. Fleisch. Dann haben wir hier Curry-Ketchup mal wieder am Start. Curry-Ketchup schon lange nicht mehr gegessen. Dann wieder solche roten Paprikas natürlich. Buttermilch rein, aber ganz rein. Erbsen. Ich wollte schon Bohnen sagen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Nussschinken. Der ist zurzeit im Angebot bei Kaufmann. Also, falls ihr den mal ausprobieren wollt, der ist echt nice. Dann habe ich mir Kefir geholt. Weil Kefir ist echt mega gesund und das kostet nur 49 Cent, glaube ich, so ein Ding. Hat ein ganzer Dingkasten hier, 5x45. Jetzt kommen mal kurz meine Mathe-Skills. Also jetzt erkläre ich euch das mal. Ihr rechnet erst die 5x4, das ist 20 und setzt dann eine 0 dran, gell? Dann sind wir bei 200 und dann rechnet ihr noch 5x5, das ist 25. Also hat ein so ein Ding 225 Kalorien, das ist in fucking sane. Dann haben wir hier noch Kinderpinguin am Start. Irgendwelche Fleischtaschen hier, gerollt natürlich. Also. Und dann noch eine frische Fruchtbuttermilch, Erdbeergeschmack. Yo, das war mein Einkauf. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Die Neuen lassen mir direkt mal noch ein Abo da und die Glocke aktivieren müsst ihr auch noch. Das wäre ziemlich nice, weil ich gemerkt habe, dass meine Videos nicht immer allen angezeigt werden, beziehungsweise hat mir jemand das geschrieben. Simon, du hast ein neues Video rausgebracht, aber ich habe das gar nicht gemerkt, weil das mir nicht angezeigt worden ist. Deswegen müsst ihr jetzt die Glocke aktivieren. Jo, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und wenn auch immer ihr das Video gerade schaut, haut rein, Freunde. Peace. Ciao. Klar. Looking for the moon, I really get the clicking, but I'm looking for a sister.